Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei König Ragena von Italien, der seit vielen, vielen Jahren regiert. Ich weiß gar nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Ich glaube, genau, 907 hat er das ererbt von seinem Vater, dem glücklosen König Eberhard. Und seit, naja, bald 30 Jahren regiert also König Ragena mit Intrige und Verrat. Ein sehr durchtriebener König, sehr begabt im Ränkespiel. Und hat sich auch seine Macht auf die Art und Weise eigentlich ganz gut gesichert. Er hat allerdings, wie eigentlich immer, irgendwelche Probleme. Zum einen ist er wirklich nicht so gut im Militär. Sieht man hier an seinen Werten. Kein besonders gutes Aufgebot. Auch seine Güte ist nicht so gut. Er hat auch nicht so viel Geld, weil er auch nicht so gut im Verwalten ist. Also er selber nicht. Vieles kommt durch seine Frau. Daher, nee. Das sind also so Sachen, die sind ein bisschen ein Problem, weshalb er auch noch nicht diese ganzen Grafschaften und Herzogtümer, na doch, es sind eigentlich Grafschaften, zurückerobern konnte, die sein Vater verloren hat. Naja. So, aber bevor wir richtig anfangen, möchte ich noch mal ein paar Sachen hier durchgehen. Zum einen zeigt uns das Spiel hier an, Verlobte können heiraten. Da geht es hier um unsere Tochter. Die ist eingekerkert beim Grafen von Montferrat, mit dem hatten wir ja vor kurzem Krieg. Und wir könnten sie zwar freikaufen, allerdings wäre dann wirklich unser ganzes Geld dahin. Ist also so eine Sache. Außerdem ist sie verlobt, wie ich jetzt feststellen musste, mit dem Hauptmann der Tirolkrieger. Das ist ein Söldnertrupp. Und so ein Verlöbnis, das kennen wir ja schon, ist ja totaler Blödsinn. Also dieses Verlöbnis werden wir wieder brechen. Das werden sie jetzt alle nicht gut finden, aber ist jetzt halt so. So. Für sie werden wir also dann bei Zeiten, wenn sie wieder freikommt, dann einen neuen Ehepartner finden müssen. Aber das ist jetzt so. Dann haben wir außerdem 4 Söhne. Einen davon haben wir enterbt, weil seine Abstammung umstritten ist. Wir erinnern uns, wir haben herausgefunden, dass unsere Frau uns angeblich betrogen hat. Ob das nun stimmt oder nicht, wie gesagt, die Abstammung ist umstritten, darum haben wir ihn mal vorsorglich enterbt. Und er kann jetzt zwar zu Bündniszwecken immer noch verheiratet werden und er hat auch von uns die Grafschaft Mantua bekommen, aber er ist, wie gesagt, nicht mehr unser Erbe. Das ist jetzt sein jüngerer Bruder, Prinz Adalhard von Italien. Der würde die Grafschaft Friaul, das Herzogtum Friaul und das Königreich Italien erben. Das ist also nicht besonders viel von dem, was wir haben. 6 Domänen seht ihr hier. Der ist noch in der Ausbildung, er ist 14, studiert auch Ränkespiel, wird also ähnlich wie wir, außer dass er geduldig, unersättlich, gefühllos, reizend, das wird er verlieren, wohlgestaltet. Also ein schöner Mann, verlobt mit Moimira z Opulan, eine polnische Tochter der Herzogin von Kärnten, die wiederum bayerisch ist. Warum die übrigens polnisch sind, ist mir ein bisschen Rätsel. weiß nicht, ob die vielleicht früher mal polnisch war, die Mutter hier. Kann eigentlich auch nicht sein, oder? Ja, also bin ich bisher noch nicht so richtig hintergekommen, woher das kommt, dass die Kinder polnisch sind. Die haben ja auch entsprechende Namen, das ist ja. Also es ist nicht so, dass die irgendwann polnisch geworden wären, sondern sie sind halt von vornherein polnisch. Also das ist ein bisschen eigenartig. Ach, doch, hier, der Herzog von Kärnten. Der Verstorbene von denen, der war Pole. Ah, daran liegt's. Naja, also auf jeden Fall, sie ist die kerngesunde Verlobte unseres Erben. Wir haben also hier auch dann weiterhin ein Bündnis mit Kärnten. Heißt natürlich auch, dass wir uns nicht in diese Richtung ausbreiten werden zunächst. Dann haben wir einen weiteren Sohn, Prinz Lorenzo von Italien, der
würde erben das Herzogtum Verona und die Grafschaften darin. An sich in Ordnung, also er leidet leider an Schwindsucht. Also leider für ihn. Spieltechnisch gesehen, als Spieler ist es natürlich besser, wenn man weniger Erben hat an sich, dass es sich nicht so aufsplittet. Aber trotzdem sind wir natürlich betroffen davon. Prinz Lorenzo von Italien ist 8 Jahre alt und er braucht einen Vormund, wie ich festgestellt habe. Und da er eine Bildungsausbildung macht, eignet sich dieser Erzbischof wirklich ganz hervorragend. Der hat nämlich Bildungswert 18. Gut, er ist homosexuell, aber das ist egal. Außerdem wird er uns ein bisschen mehr mögen, dadurch, dass er der Vormund wird. Kultur wechseln soll er nicht. Also, das haben wir schon mal erledigt. Dann haben wir ja noch einen dritten Sohn, der ist, also einen dritten erbberechtigten Sohn, Prinz Bonifacio von Italien. Der ist erst 3. Insofern noch nicht so ganz relevant. Aber er würde Aquileia, Genua und ein Bistum und ich meine auch Monaco erben. Und das bringt mich ein bisschen zu einem weiteren Punkt. Also zum einen dieses Nachfolgerecht. Das kann man hier jetzt auch ganz schön sehen. Man sieht, also der Haupterbe bekommt wirklich nicht viel von diesem Kuchen. Na, also die anderen bekommen jeweils 3 Liegenschaften und er bekommt eigentlich nur eine. Das ist natürlich als König nicht so geil, wenn dann die ganzen Geschwister eigentlich de facto mächtiger sind von Landbesitz her. Ich kann das Nachfolgerecht aber nicht ändern. Es gibt für mich nur die Bundteilung. Das nächste wäre die Erbteilung. Die ist eigentlich nur bedingt besser. Eigentlich kaum, muss ich sagen. Also ich kenne auch noch nicht so ganz genau den Unterschied dazwischen. Ich glaube, dass da der Haupterbe ein bisschen besser wegkommt. Insgesamt. Ja. Genau, da ist es nämlich so, das steht hier. Also der Spielererbe bekommt den Haupttitel, den Reichssitz und alle direkt damit verbundenen de jure Titel. Das heißt, in dem Fall würde das Herzogtum Genua, ja, Friaul komplett an unseren Erstgeborenen fallen. Da kommen wir aber im Moment nicht ran. Um das zu bekommen, müssten wir, Moment, falsch, hier noch ein bisschen weiterkommen mit unserer Forschung. Und zwar müssten wir ins Frühmittelalter kommen. Wir sind ja erst in der Stammesepoche. Allerdings sind wir recht bald im frühen Mittelalter, noch 8 Monate angeblich. Dann würde es hier weitergehen. Und dann brauchen wir hier die Erbherrschaft dazu. Das muss natürlich dann auch erstmal erforscht werden. Also vergeht schon noch ein bisschen Zeit. Ja. Ins Hochmittelalter, das ist übrigens erst ab 1050 überhaupt erreichbar. Also das sind es auch über 100 Jahre. Und natürlich muss man dann auch noch ein Stückchen weiterkommen hier. Also ja, sehen wir dann, wann das passieren wird. Wahrscheinlich nicht zu Lebzeiten von König Ragena. Ich wäre schon überrascht, sagen wir es mal so, wenn er es schaffen würde, im Frühmittelalter auch noch die Erbherrschaft durchzudrücken und das Erbrecht zu ändern. Das wäre schon viel, um ehrlich zu sein. So. Jetzt ist es ja so, wir haben hier den Hauptsitz unserer Familie haben wir ja in Friaul damals gewählt mit unserem König Adalhard. Dem ersten muss man jetzt ja eigentlich schon fast sagen. Aus eigentlich rein emotionalen Gründen sozusagen, weil das einfach der Hauptsitz der Familie damals war. Und die sich wahrscheinlich so gedacht haben, so in der Nähe von Venedig, wunderschön. Problem an Friaul ist nur, die Entwicklung ist nicht so toll. Also Entwicklung 6 von 100, ja, auf Gebote um 3% gesteigert. Ne? Und es gibt auch nicht so viele Optionen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Gut, wir haben hier Aquileia, hat eine Entwicklung von 9. Man könnte natürlich seinen Hauptsitz jetzt auch hier rüber verlegen.
Okay, da muss man sowieso noch mal was machen, weil hier ja auch die Kontrolle nicht so gut ist. Holzkasernen gibt es hier. Dann haben wir Treviso, das hat auch eine Entwicklung von 6. Wir haben Verona, hat eine Entwicklung von 11 immerhin. Und wir haben Genua, auch mit einer Entwicklung von 11, in dem halt auch die Baronie von Monaco mit drin ist. Vorteil an Genua ist, sie haben hier außerdem die Mauern von Genua, was ein Sondergebäude ist. Und das bringt nochmal ein bisschen mehr Verteidigung. Und ich bin wirklich ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht die Hauptstadt von Friaul nach Genua verlegen sollte. Ich meine, er ist jetzt selber jetzt nicht unbedingt der super Verwalter. Er kriegt dann doch sehr viel von seiner Frau mit. Aber selbst ihm dürfte auffallen, dass es hier leichter ist zu verteidigen. Und deswegen überlege ich das mir schon, ob wir das nicht verlegen sollten. Ich zögere noch ein bisschen, weil das Herzogtum Genua nicht besonders groß ist. Das ist nämlich nur das hier. Da ist Friaul schon größer. Na? Da ist ja auch noch ein bisschen was drin, also man kann ja hier dann auch noch das erobern irgendwann. Ja, deswegen zögere ich hier noch ein bisschen, ob ich das wirklich machen soll. Gibt sicherlich auch schönere Herzogtümer, aber auf der anderen Seite spricht absolut nichts dagegen, dass ein späterer Herrscher natürlich auch seinen Hauptsitz nochmal verändern würde. Also das ist ja auch ein bisschen immer die Frage, wo sie sich wohlfühlen, und deswegen würde ich durchaus sagen, er fühlt sich vielleicht in Genua ganz wohl und überlegt sich, dass er jetzt seinen Reichssitz hierher verlegen wird. So. Damit sind wir jetzt also hier. Und das hat jetzt, glaube ich, auch irgendwas an den Steuern hier gemacht, weil es jetzt unser Hauptsitz ist. Ja, Reichssitz plus 1. Im Moment sind die natürlich noch ein bisschen niedrig, weil unsere Gemeindekontrolle nicht gut ist. Und deswegen würde ich jetzt unseren Ratsmarschall hier mal losschicken. Ratsmarschallin, Schellen, so müsste ich eigentlich sagen, Gräfin Agnese. Mit der habe ich allerdings auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Und zwar, Gräfin Agnese kann ich rechtmäßig einkerkern, weil sie unzüchtig ist. Das ist natürlich nun was, ich meine, wir als liederlicher Herrscher können da ja eigentlich niemanden verurteilen. Aber auf der anderen Seite, sie ist natürlich eine Frau und im Mittelalter war das bei Frauen ja nochmal was anderes. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er in dem Fall nicht ganz so nachsichtig ist, weil sie mag uns eh nicht. Sie hat auch ein bisschen Angst vor uns, aber ich denke, wir werden sie trotzdem mal einkerkern. Das ist einfach unser gutes Recht. Wir haben auch noch jemand anderes im Kerker, nämlich den Oberbürgermeister Domenico von Pisa. Das ist auch schon ein längerer Gast. Den möchte ich auch nicht unbedingt freikaufen, auch wenn es uns Gold bringen würde. Aber das ist so ein renitenter Typ. Der würde hier die ganze Zeit immer nur Ärger machen. Deswegen ist er mir im Kerker eigentlich am liebsten. So. Ja, unser Erzbischof mag uns nicht. Big Surprise, würde ich mal so sagen. Ach so, das wird noch ein bisschen besser. Aber trotzdem müssen wir hier was tun. Ich meine, wir tun hier auch schon was. Ja, wir beeinflussen ihn ja auch schon. Also wir versuchen auch hier was besser zu machen. So, dann gibt es noch eine Sache. Wir haben hier gerade ein bisschen Gold. Ich meine, das ist nicht viel. Ne? Und unsere Bilanz ist jetzt auch nicht gerade üppig. Aber ich glaube, selbst einem verwalterisch nicht so begabten Herrscher dürfte klar sein, dass er gelegentlich mal ein bisschen seine Grafschaften ausbauen muss, zumal er ja auch eine sehr fähige Gattin ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ihm sagt, dass er hier mal was bauen soll, dass es wichtig ist. Also sie ist ja sowieso eher so diejenige, die die Ländereien verwaltet. Deswegen würde ich sagen, sie ist auf die super Idee gekommen, dass man in Genua einen tollen Handelshafen hinmachen könnte. Der ist jetzt noch nicht so groß, ne? Ein bisschen bescheiden, aber ja, macht den Entwicklungszuwachs besser, Steuern besser. Also ich würde sagen, wir errichten das jetzt mal. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Das wird sich aber über kurz oder lang, denke ich, ändern.
So, jetzt würde ich mal gerne wissen, einfach nur Interesse halber. Wir können sie ja nicht auslösen, weil wir keine 200 Gold haben. Und das wird er natürlich auch nicht machen. Aber ich bin mal gespannt, ob wir sie irgendwann vielleicht für relativ wenig Gold zurückbekommen könnten. Das wäre auf jeden Fall interessant. So, jetzt löse ich mal kurz die Pause, um zu sehen, was alles funktioniert hat hier. Das Bündnis ist weg, ist klar. Gerechtigkeit. Gräfin Agnese wurde festgesetzt und wartet nun sicher im Kerker weggesperrt auf ihr Schicksal. Sehr gut. Aha. Die Herzogin Mathilde von Kärnten gibt sich dem Katharertum hin. Wir haben hier eine Fraktion gegen uns. Die Gaukelm. Ah ja. Er ist, glaube ich, gerade 16 geworden und schon will er rebellieren. Ist natürlich auch ein sehr fähiger Intrigant. Vielleicht könnte man ihn ja mal hier reinnehmen. Mal gucken. Ja, es hat eine Meinung von 0. Ist schon mal besser. Ratsmarschall brauchen wir jetzt natürlich auch einen neuen. Da könnten wir unseren Sohn Prinz Unruoch nehmen. So, sollte er das mal machen. So, Ratsspitzel Gaukeln. Was können wir tun, dass er uns ein bisschen mehr mag? Der ist Lollarde. Wenn bekehren lassen oder so. Aha. Nee. Bekehrung verlangen könnte ich mit einem Druckmittel vielleicht hinkriegen. Er würde mich danach ein bisschen weniger mögen. Ist aber kein Problem, weil ich meine, dadurch, dass er dann den selber katholisch wäre, wäre ja der katholische Glaube nicht mehr feindselig, also müsste es eigentlich funktionieren. Wir probieren es einfach mal, ob es funktioniert so. So, mal gucken. Ja, er hat sich für uns entschieden. Ja, die Bekehrung fand er jetzt nicht gut. Er ist immer noch bei 0. Naja, gut. Immerhin ist er nicht mehr lolladisch. Also auch das, obwohl er ja zynisch ist, war jetzt auch wieder nur reines Kalkül. Na? Nächstes Ding. Unsere gefangene Gräfin Agnese. Die kann man, ich glaube. Ja, dadurch, dass sie unzüchtig ist, können wir ihr problemlos ihren Titel aberkennen, ohne dass wir ein Tyrann sind. Das wird sie natürlich nicht gut finden, aber das kann uns ja egal sein. Was? Warum ist das jetzt doch Tyrannei? Verstehe ich nicht. Mein Rat hat er noch gesagt, das ist keine Tyrannei. Gut, das versteh mal, wer will. Gut, wir haben jetzt wieder eine Grafschaft zu viel. Unserem Sohn Adalhard können wir das nicht geben. Na, das Einzige, gut, ich könnte ihm die Baronie von Monaco geben, sehe ich gerade. Das heißt, da muss ich mit dem Nachfolgerecht jetzt auch was geändert haben. Tatsächlich, dadurch, dass dass Monaco zu Genua gehört, erbt er das jetzt auch. Das macht ihn jetzt also schon mächtiger. Wäre natürlich durchaus eine Idee, dass man ihn erstmal sozusagen Monaco schon mal gibt. Ja. Halte ich für eine großartige Idee. Er ist zwar erst 14, aber ich denke, das mit dem Verlöbnis wird trotzdem klappen. So, damit haben wir dann auch das Problem gelöst. Ja, Karma ist jetzt auch unser. Ja, die Kontrolle ist gerade niedriger, dadurch, dass wir es gerade frisch bekommen haben. Bekanntes Problem. So, wir haben wenig Ritter. Das nächste Problem. Und das ist auch ein Problem, das wir jetzt nicht so schnell lösen können. Weil die zu rekrutieren, ihr seht, das kostet 30 und 55.
Der würde sogar 75, und das ist ja gar nicht so gut eigentlich. Aber ich meine, was wir hier für Ritter haben, ne? Den müsste man das zum Teil eigentlich verbieten. Aber naja, wir haben halt keine besseren. Wir brauchen einfach mehr Geld. Gut, das wird ja jetzt auch wieder. Plus 5 ist irgendwie auch mehr, als ich in Erinnerung habt. Wir haben kein Druckmittel mehr gegen ihn. Warum kann er uns nicht leiden? Man weiß es nicht. Gut, eigentlich müsste es jetzt besser werden. Oh, meine Frau ist schon wieder schwanger. Mit 45 wird die Frau noch mal schwanger, ja? Okay. Hoffentlich wird es nicht noch ein Sohn. Obwohl, dann hätte ich mehr Söhne, die alle, jeder für sich nicht so mächtig wären. Aber in der Summe natürlich schon. So, was haben wir noch? Genau, Ravensburg. Steht gerade unter Belagerung. Aha. Das finde ich aber jetzt gar nicht gut. Kann ich dem irgendwie irgendwas machen oder so? Kriegsbeitritt an. Moment, stopp. Kriegsbeitritt anbieten oder so? Kann ich nicht. Ist nicht mein Verbündeter. Kann man sich mit ihm verbünden? Nee. Tja, ich fürchte, der verliert jetzt hier den Krieg gegen den Typen von Tirol. Und das finde ich natürlich gar nicht gut, weil das ist ja eigentlich unsere Stammherzog, also Stammgrafschaft. Die müsste auf jeden Fall bei uns sein. Was können wir machen, um das zu verhindern? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Da können wir gar nichts tun. Eigentlich wollte ich ihn jetzt ermorden. Aber naja. Beeinflussung fränkische Kultur. Gemeiner von fränkischer Herkunft, bla bla bla. Ja, ich würde sagen, die Franken sind gute Menschen. Das passt zu uns. Wir waren ja auch mal fränkisch. Ja, das wird er gut finden. So, ich erwarte mit Spannung, was jetzt hier passiert. Was ist denn das eigentlich für ein Krieg? Da ist jetzt gar nichts mehr. Und das hier gehört jetzt Graf Utschalk von Kempten. Sein Lehnsherr ist der Typ von Tirol und dessen Lehnsherr ist der Typ von Bayern. Ja. Gut, also Ravensburg werden wir uns irgendwann zurückholen. Was ist. Oh Gott, wie sieht sie denn aus? Interessen Vivianov und der byzantinisches Kaiserreich. Auch toll, toll eingedeutscht. Also, die sieht irgendwie ein bisschen kaputt aus, oder? Dummfüßig, aber das sollte sich ja im Gesicht nicht unbedingt widerspiegeln. Ein Gast bei durchlauter Doge Adelfo. Ja, er ist 14 ist. Und sie ist 24. Oh, 10 Jahre älter. Er ist keusch. Na, bin ich mal gespannt, ob da überhaupt viel rauskommt bei denen. Was haben wir sonst noch? Ja, wir sind jetzt der zweite in der Nachfolge der Grafschaft von Mantua. Achso, natürlich. Das ist unser Sohn. Der hat offenbar ein Kind, eine Lucia bekommen. Lucia, unsere Enkelin. Ja, das ist ja schon mal erfreulich. So, können wir jetzt unsere Tochter irgendwie auslösen? Funktioniert das? Nein. Der nimmt noch nicht an. Er braucht keinen Gefallen. Also mehr als 27 müssen wir wohl schon für unsere Tochter, der immerhin auch eine Prinzessin ist, anbieten. Oh nein, und sie ist gestorben. Sein Kind zu überleben. Ich dachte, in meinem Alter könnte mich die Grausamkeiten dieser Welt nicht mehr überraschen, aber ich hätte nie damit gerechnet, den Tod meines eigenen Kindes erleben zu müssen. Es schmerzt mich, dass sie ihre letzten Augenblicke auf Erden in der Gefangenschaft von Graf Girolamo verbringen musste, aber ich hoffe, dass sie jetzt frei ist und Frieden finden kann. Da bekommen wir 10 Anspannung für. Langwierige Folterung, der hat meine Tochter gefoltert. Na, warte.
Na, warte. Gut, der hat gerade einen Krieg gegen Ödigen Regelinda von Aquitanien, der Anspruch auf das Herzogtum Savoyen. Ja, das wird wohl eher in die Hose gehen, denke ich. Die Frau hat fast 5000 Truppen und die haben nicht mal 2000, also nein. Das wird wohl eher nicht klappen. Lombardien, die sind verbündet, deswegen. Und wir haben, glaube ich, auch einen Waffenstillstand mit denen. Können sie im Moment also nicht angreifen, aber unsere Rache wird natürlich furchtbar sein. Vielleicht könnten wir ihn ermorden oder so. Das wäre ja schon mal eine erste Idee, denke ich. Oh, Lorenzo ist wieder gesund. Sehr schön. Er hat nicht mehr die Schwindsucht. Neue Kulturepoche. Wer ist er denn? Okay. Die sind irgendwie Inder, glaube ich. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Frühmittelalter, wie ich angekündigt habe. Plenarversammlung, das ist im Moment noch unser Fokus. Bringt begrenzte Lehnsautorität. Aber ich möchte eigentlich was anderes. Ich möchte eigentlich die Erbherrschaft vorantreiben. Wie lange dauert das jetzt dann? 7 Jahre. Also das geht von alleine auch weiter. Wenn wir die Erbherrschaft hier nehmen, das dauert noch 39 Jahre. Steigern kann man das in Fortschritt, glaube ich, durch die durchschnittliche Entwicklung der Grafschaften. Die ist halt nicht so hoch, ne? Und Interesse. Okay. Aha, es gibt also auch Sachen, die dann von mehr Interesse sind. Muss ich das jetzt alles durchklicken, dass ich das sehe, wo das Interesse liegt? Oder? Interesse liegt bei allen bei 37%, wenn ich das richtig sehe. Gibt es auch irgendwas, wo sie mehr interessiert dran sind? Nö. Gut, dann nehmen wir natürlich die Erbherrschaft. Ja. Ich glaube, durch die Bildung kann man es irgendwie auch noch verbessern. Ja. Aber die ist halt auch nicht so toll. Vielleicht kann ja unser Sohn ins Lorenzo. Er hat jetzt schon eine Bildung von 7 im Alter von 8 Jahren. Vielleicht wird da ja was draus. Na gut. Ja, es ist wieder nicht viel passiert in der Folge. Ich würde sagen, wir beenden das trotzdem hier. Was? Oh Gott. Das ist ja jetzt mal ein tolles Event zum Ende. Ich wollte mich gerade verabschieden, aber das muss jetzt auch kurz sein. Tod im Kindbett. Als sich die Tür zur Kammer der Niederkunft öffnet, begrüßten mich nicht lächelnde Hebammen und ein schreiendes Kind, sondern das herzzerreißende Wehklagen von Königin Adelperga. Es tut mir so leid, Fürst. Die Hebamme sieht mir nicht in die Augen. In ihren Armen liegt ein winziges, zugedecktes Bündel. Euer Kind. Es lebt im Jenseits weiter. Meine Tochter? Ach, es war eine Tochter. Mann, Mann, Mann. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.